Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, der wir heute ein Boot bauen. Dieses Boot werden wir anschließend losschicken und so weit kommen wie möglich. Je weiter wir kommen, desto mehr Punkte, desto mehr Geld gibt es und wir können bessere Sachen freischalten. Build a Boat for Treasure. Das Spiel haben wir natürlich schon mal gespielt und heute werden wir auch kein normales Boot bauen. Ey, wartet mal. Wir können, denke ich, das Boot von damals laden. Was haben wir vor 2 Jahren für ein Boot gebaut? Junge, das sieht ja anders heftig aus als Ivo und... Ach, das ist der Banks-Kopf, den Ivo und ich hier gebaut haben. Aber wir haben heute Größeres vor. Als Schiff 1 werden wir etwas ganz Einfaches probieren. Und zwar werden... Oh nein, jetzt habe ich mich verbaut. Wartet, abreißen, muss alles schön sein. Wie macht man das am besten so ego-perspektivenmäßig? So. Zack, 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 zack. Werden einfach auf die maximale Bauhöhe bauen und da unseren Sitz platzieren. Und da geht's los. Bin mal sehr gespannt, wie hoch man hier bauen kann. Hat irgendeiner auch hochgebaut? Boah, der hat tatsächlich... Ach nee, das ist sein. Das ist die Flagge. Ey, wir sind schon so wie die Flagge. Junge, was bauen die da alles für kleine Kackerboote, Alter? Wir bauen jetzt hier komplett erstmal die Titanic. Also zumindest was die Höhe angeht. Was die Länge angeht, bleiben wir natürlich bei einem Block. Oh, jetzt kann ich richtig spammen. Schaut es euch an. Wir gehen... Ach, ich habe keine Blöcke mehr. Wartet, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Wir brauchen auch starke Blöcke, gute Blöcke brauchen die hier. Die Metallblöcke, da sehe ich uns doch, Leute. Let's go. Wie hoch kann man denn hier bauen? Als ob die hier keine... Ich sag nicht die... Das Ding ist, ich bin ja irgendwann auch zu groß, um da reinzukommen. Also ich bin jetzt schon faktisch zu groß. Naja, soll mich ja nicht stören, wenn sie hier keine Begrenzung reinmachen, sind sie auch selbst schuld. Das ist doch Max, warte mal. Ah ne, Max heißt, ich habe, warte mal. Wir brauchen mehr Blöcke. Wir benötigen, wovon haben wir denn noch richtig viele? Ich habe schon gefühlt fast alle aufgebraucht. 31 Rösthalme mit Röstaromen, Leute, wie die Bratwurst. Als ob man das so hoch bauen kann. Warte mal, was sind das hier für Dinger? Achso, das sind solche kleinen Streben. Hier haben wir noch 119, Alter. Let's go, ey. Jetzt kann man komplett durchspammen. Nein, das ist doch nicht richtig. Als ob man so hoch bauen kann. Guckt euch das mal an, wie hoch wir sind. Ich denke, ich war in einem Roblox-Spiel noch nie so hoch. Also weiß ich nicht, ob sie das hier wirklich auch zu Ende gedacht haben. So, jetzt muss ich hier nur gucken, wie ich die Blöcke... Weil ich komme hier halt nicht wieder hoch, ne? Das heißt, wir müssen wirklich... Warte, so schräg vielleicht. Oh, Leute, das ist gerade kompliziert. So. Und so. Jetzt haben wir zumindest schon mal so eine kleine Plattform. Zack. Und zack. So, die vergrößern wir jetzt peu à peu. So und so. Okay, wir brauchen... Oh, was? Passt doch perfekt, Leute. Aber warte mal, wir brauchen doch auch diese Kanister, die die Punkte sammeln. Also ein Sitz ist klar, damit können wir fahren. Wir brauchen aber noch einen Kanister. Wo haben wir die denn hier? Das sind so Fässer. Ah, hier so eine Schatztruhe. Das ist das doch. Ach du heilige Güte. Ja, das ist ja alles, das ist auch ein bisschen eine große Schatztruhe. Gibt es nicht eine kleinere? Wir haben wirklich nur diese riesen Diamond-Truhe. Aber soll er jetzt nicht stören, Leute. Ich würde sagen, wir machen mal eine Testfahrt. Let's go. Sicher, dass dein Boot ins Wasser soll. Nee, warte mal, wir sollten das vielleicht vorher mal speichern, ne? Vielleicht optimieren wir es ja nochmal. Wir speichern auf der 2 und nennen es hoch. Ist doch ein passender Name, oder? Speichern. Ja, jetzt sind wir bereit, loszufahren. Ja, wir sollen ins Wasser. Oh, oh. Es hat ein bisschen Probleme mit dem Gleichgewicht. Ja gut, ne? Wir hängen jetzt hier gerade ein bisschen rum, so. Sind wir sind scheiße da. Nachdem unser erster Versuch glorreich gescheitert ist, haben wir hier nochmal eine... Junge, das alte Boot ist noch hier. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich so wenig Blöcke habe. Ei, Karamba, wenn ich jetzt losfahre. Ah, okay, das ist aber gut. Das ist gut, das ist kalkuliert. Wir probieren es. Wie weit kommen wir mit unserem... Na, wie hoch ist denn das jetzt? 100 Block hohen Turmschiff? Aber das Superboot ist leider, naja, nicht geeignet. Schade. Oh, oh, nein, wir crashen schon, bevor es überhaupt losgeht. Nein, alles gut. Aber ich vermute mal, dass wir hier... Ich würde es überraschen, wenn wir überhaupt das die erste Stage erreichen. Aber ich habe sehr starke Blöcke, Metallblöcke. Seht ihr, wie die da Ratz machen, Alter. Weg mit dir. Oh, oh, das darf nicht passieren. Oh, wenn die Platte weg ist, ist unsere Kiste weg. Das heißt, wir kriegen auch keine Belohnung. Wir schaffen es tatsächlich ohne Grö... Alter, habt ihr das gesehen? Okay, von dem das Boot müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Der ist da mit 200 km/h durchgescheppert. Das ist ja illegal. Wir sind im Wiesenlevel. Es sieht bisher noch alles ganz gut aus. Wir sind gleich im Luftballonlevel, so wie es ausschaut. Es sieht sehr, sehr gut. Ah, wobei, das war ein dicker Hit, aber alles gut. Oh nein, jetzt kommt ein... Ja, okay. Der Steg blockt auch sehr viel ab. Ey, wenn wir so einen Doppelsteg hätten, das wäre, glaube ich, sehr OP. Weil dann würdest du alles ablocken damit. Weil jetzt kriegen wir direkt Hit. Seht ihr? Das zum Beispiel.
Das ist übrigens eine Uhr. Wir sind im Uhrenlevel, nicht im Luftballonlevel. Und meine Kiste ist weg. Das heißt, ab jetzt kriegen wir keine Punkte mehr und kein Gold mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich. Auf jeden Fall von dem, das Boot müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Das ist ein kompletter Profi-Gamer. Okay, jetzt sind wir im Hotdog. Ah, Baseball. Oh, oh. Alter, das war haarscharf, ne? Oh, oh. Ja, okay, da sind wir Brezeln. Hä, essen die da wirklich Brezeln beim Hotdog in Amerika? Das finde ich mal ganz cool, ne? So, Hotdogs, die sehen sehr... Das ist nicht mal... Oh Gott, ich habe eine Glatze. Die haben mir die Haare wegrasiert. Die Schweine. Baseball habe ich eh noch nie gemacht. Aua, Junge, Auto-Aim oder was? Als ob der genau mich trifft. Ach, der schießt ja wirklich gezielt auf mich. Ende Baseball-Level, dann war es das, Leute. Ey, wir haben es aber noch geschafft. Ins Elektro-Level. Batterie-Level. Ergebnis? Aha. Ey, wir haben mehrere Kisten bekommen. Nice, Nehmer. In die Tasche, klar. Das war ja schon mal ein sehr schwaches Ergebnis, Leute. Ich bin da auch ein bisschen enttäuscht, aber das geht schneller. Wir holen uns jetzt erstmal einen Tipp bei unserem Profi-Gamer. Die Frage ist, wo hat der sein... Also, wer ist das, der da so abgeht? Das müsste man jetzt... Meint ihr, das ist der? Könnte sein, ne? Sieht auf jeden Fall relativ krass aus, was er da gebaut hat. Das ist sein Fahrzeug. Hä? Das ist einfach... Ach, der macht diesen Fly-Glitch. Ah, okay, ich verstehe. Hoch hat also nicht funktioniert. Probieren wir mal breit. Dazu nehmen wir den stärksten Block, den wir haben. Ich denke mal, das ist der. Beginnt jetzt hier ungefähr in der Mitte, Brigitte. So. Und jetzt breiten wir den einfach aus. Wir haben ja 70. Oh, nee, warte mal. Das muss schon gerade sein. 70. Wie können wir den da machen? 7 mal 7? Nee, warte mal. 70, das heißt 10 mal 7. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal mit 3, 4... Na, wie haben wir jetzt? 1, 2... Warte mal, ich muss noch mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir machen 8 mal 8. Wir haben noch 9 weitere Blöcke. Das heißt, es reicht noch für eine Reihe. Eine Reihe Blöcke. Und dann haben wir schon mal... Mann, das ist wirklich so schwer, die zu platzieren. Weil du kannst die so ineinander und schräg und so. Das ist nicht wie in Minecraft, wo alles hier geordnete Dinge vor sich geht. So. Welche Blöcke haben wir noch? Welche Blöcke sind noch sehr stark? Ich denke mal der hier, oder? Warte mal, das können wir eigentlich ja mal kontrollieren, welche Blöcke sehr stark sind. Dazu gehen wir in die Legendary Case, wenn ich sie finde. Oder, ah, da habe ich sie. Legendary Case. Was ist drin? Ah, diese Metallblöcke und diese Blöcke und die Ziegelsteinblöcke. Okay, die sind anscheinend sehr gut. Das heißt, wir nehmen mal die Ziegelheimer. Jetzt machen wir es wirklich. Ja, jetzt geht's komplett. Was haben die denn da für ein fancy Boot, ey? Das wird aber mein Riesenboot nicht besiegen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Keine Sorge, sind natürlich noch lange nicht am Ziel. Müssen aber jetzt mal kurz hier so eine kleine feste... Kann ich noch einen? Nee. So eine kleine feste Station für unseren Thron hier platzieren. Hahaha. Damit wir hier abgesichert sind. Das sieht aber irgendwie ein bisschen... Ich habe mir das schicker vorgestellt. Sieht ein bisschen ugly aus. Dann lass uns doch diese... Das sind die, die der benutzt für diesen Cheat. Okay, die werden wir nicht benutzen, weil die werden wir vielleicht noch brauchen, wenn wir heute auch das Glitch-Fahrzeug noch machen werden. Dann nehmen wir einfach die dunkle hier, oder? Machen wir auf unauffällig. Sieht ja trotzdem schick aus. Schön lila. Vielleicht hier auch nicht unbedingt ein Hohlraum dazwischen. Der ist ein bisschen verglitscht, der Block. Man könnte halt auch so einen Trick machen, dass man ganz viele Blöcke ineinander stackt, ne? Bam. Die haben wir gerade bekommen, ne? Was ist das eigentlich? Kann ich das öffnen? Ah! Was kriege ich da raus? Achso, nee, das hat nur eine Animation. Oh, das ist aber cool, ne? Okay, aber das hat jetzt mit dem eigentlichen Boot natürlich nichts zu tun. Welche Blöcke verbauen wir weiter, Leute? Wir haben ja noch jede Menge vor uns. Wir machen jetzt hier noch so eine schöne Marmelwand, so eine schöne Marmorwand. Noch so eine doppelte Wand oder eine dreifache. Es darf auch nicht zu fett sein, aber es ist eigentlich ja noch sehr dünn. Hey, wir können da wirklich komplett noch reingehen. Das sieht doch geil aus. Jetzt brauchen wir was für die Ecken aber noch. Wir brauchen was Kleines für die Ecken. Was schnappen wir uns da für die Ecken? Was sind das hier? Ach, das sind so Reifen. Das ist geil eigentlich, ne? So Reifen. Also so Böllerreifen. Aha. Aber ich habe nur 4. Das heißt, wie so ein Auto. Wie ein Auto gehen wir da jetzt hier rein. Aber die sind eigentlich nur zum... Also die sind nicht wirklich zum Fahren da. Zumindest benutze ich die nicht so. Die sind eher zum Abwehren von... Hindernissen. So, Hammer. Sehr schön. Was haben wir noch, Leute? Was haben wir noch hier im Angebot? Wir brauchen auf jeden Fall ein Lenkrad, natürlich auch mal. Ja, sehr schön. Wir brauchen so ein Doppel-Aussichtstor. Ach, was soll der Geiz, Leute? Ich hab doch genug. Wir haben Aussicht für alle auf dem Server. Was haben wir noch? Ein Fenster. Eine Knasttür. Klar, wir haben eine Tür. Anders kommst du auf unser Boot nicht drauf.
Du musst durch diese Tür. Wer außen vorbeiläuft, kriegt eine Ohrfeige. So, wir haben noch Dinger. Fackeln. Ja, Fackeln. Es gibt auch dunkle Level, ne? Das heißt, Fackeln sind auf jeden Fall gar nicht so von dummen Eltern, ne? So, Leute. Und jetzt haben wir noch das und das hier. Oh, die sehen auch krass aus, die Blöcke, ne? Weiß ich aber auch nicht genau, für was die sind. Vielleicht macht es auf jeden Fall Sinn, so, das irgendwie noch so zusätzlich zu saven. Wir nennen das Ganze breit und saven natürlich unseren Spielstand. Wir machen gleich noch ein Upgrade. Ich guck mal, wie weit wir kommen. Loslegen. Jawohl. Oh Gott, die Hälfte der Fackeln, jetzt brennt unser Schiff ab. Okay, Ziel ist es, dass... Ja, das Level zählt gar nicht als... Junge. Nein. Hallo. Achso, ich krieg, glaube ich, hier noch keinen Schaden im Anfangslevel. Ja, ist okay. Es ist ein bisschen am Rumeiern, mein Boot. Aber es ist schon sehr safe. Die haben Force Field. Hätte ich auch machen können, wäre aber jetzt ein bisschen unfair gewesen. Im Test gegen das hohe Boot. Destivation haben wir das erstmal ignoriert. Ey, deswegen ist der safe auch bei Grau. Jetzt haben das Boot 2. Ich denke mal, nur bei Grau klappt diese Taktik. Weil du musst ja gerade fliegen. Und wenn ich meins habe, fliegt der ja nicht gerade. Da muss ich um die Ecke. Deswegen sind die wahrscheinlich bei Grau. Anders, da klappt der Trick vielleicht nicht. Okay, wir sind wieder im Schmetterling-Level. Es sieht bisher gut aus. Es ist noch kein... Es ist ein Block weg. Das ging aber schnell. Wobei einer von... Wie viel Platz habe ich? Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also okay, es sind noch 13, 14 Blöcke. Plus werden die auch immer besser. Das sind die schwächsten. Dann die. Das sind die besten in der Mitte, ne? Und wir haben das erste Level locker geschafft. Problematisch wird es, wenn die Baseballs treffen. Aber... Junge, wo fliegt er denn, ne? Aber die Aussichtsposten kommen da natürlich in Angriff. Denn ich kann nicht von oben getroffen werden. Das blockieren die Aussichtsposten tatsächlich, ne? Ist doch klug. Ach nee, wir sind ja erst im Pilzlevel. Stimmt, hab ich hier komplett vergessen. Hey, das sind andere Level. Die Level sind random. Ah. Jetzt sind wir im Retro-Gaming-Level. Danach kommt Kirsche. Ah, es sind immer andere Level. Hab mich schon gewundert. Oh Gott. Ja, weiß ich nicht. Warum die da jetzt noch Auto-Aim haben? Killen die mich? Oh, mein. Oh, das ist problematisch. Oh, mein Thron ist weg, Leute. Ich hätte mehrere Tröne platzieren sollen, mehrere Sitz. Junge, hör doch mal auf, mich abzuschießen. Das nervt. Damit ich hier auf Nummer sicher... Weil guck mal, jetzt habe ich keinen Halt mehr auf meinem Riesenboot, was ja eigentlich noch komplett intakt ist. Also wirklich, dieser Full-Online, der mich da jetzt... Oh, zum Glück kommt der jetzt. Nein. Der ist riesig, der ist lang. Das ist ein... Oh, doch nicht. Da müssen wir da jetzt eigentlich durchkommen, ohne den Hit zu kassieren, oder? Aha, stark, Leute, stark. Ey, wir schaffen das durch mit diesem Trollboot. Das wäre es ja, Leute. Dann habe ich das Spiel komplett durchgespielt. Let's go. Einfach auf dumm eine Platte bauen. Problematisch wird es, wenn ich hier runterfalle. Da sehe ich eigentlich das einzige... Oh. Die schmeißen Hadoukens hier. Wie heißen die so? Das sind so Wurfpfeile. Oh Gott, und Shurikens auch. Hadouken, so ist das, glaube ich, Quatsch. Das ist was ganz anderes, Leute. Ich habe das mit Shurikens verwechselt. Eine Waschmaschine. Nein. Oh! Geh zu! Nein. Das... Oh ja, ich bin weg. Ah! Ich lebe noch. Alles gut, Leute. Sind das alles Boote? Nee, ne? Ach, so ein Scheiß, jetzt stecke ich hier fest, weil diese verdammte Waschmaschine da aufgegangen ist. Das ist übelst das schwere Level, was... Ah, nee. Der Wasserspiegel... Ich wollte gerade schon in den Tod springen. Der Wasserspiegel steigt. Vielleicht können wir jetzt hier nochmal... Ja, der steigt weiter und es geht gleich weiter im Programm nämlich. So, warte. Ah, hier sind die Reste von seinem Boot. Lol. Nice, wir sind da echt nochmal lebend rausgekommen aus der Waschmaschine. Das fühle ich ja komplett. Zahnbürsten aus dem Weg. Schwämme aus dem Weg. Wir sind jetzt hier nicht beim Zahnarzt. Wir sind bei der Schatzsuche. Denn da ist der Schatz. Den hatten wir, denke ich, noch nie. Den hatten wir auch mit den richtigen Booten. Oh, radioaktiv. Das scheppert jetzt. Die Boote, also diese Fässer explodieren. Auf jeden Fall, ich denke, wir hatten den Schatz hatten wir noch nie. Also wenn ich den jetzt mit diesem Boot schaffe, dann ist das ein Prank in einem Prank, Leute. Da habe ich mich selbst geprankt sozusagen. Da muss ich auch Ebrus Schiffbaukünste hier mal ganz groß in Frage stellen an der Stelle. Was da damals gelaufen ist, das hatte ja keine Hände und keine Füße und alles nicht. Und eine Nase bestimmt auch nicht. Wobei eine Nase habe ich ja jetzt hier auch nicht. Also ist es... Oh Gott, ich muss ja aber aufpassen, jetzt haben wir hier Löcher nämlich schon unten. Oh.
Ich bin hier. Hier bugge ich. Oh, oh. Alter Schwede. Hier bin ich so. Nee, lieber hier drauf. Ne? Das ist am klügsten. Weil, falls der Block unter mir rausgeht, bin ich ja insta-tot. Wir sind im vorletzten Level, denke ich. Alter, wir werden so pulverisiert und versäurisiert. Okay, da ist ein heftiges Ding abgebrochen von unserem Schiff. Ja, okay, da sind wir jetzt natürlich ein bisschen im Nachteil mit unserem Riesen. Oh, oh Gott! Ja, okay, das war, da habe ich übelst gedriftet plötzlich. Das war knapp. Ja, ja, ja. Das ist das letzte Level, ne, glaube ich. Oder das ist nochmal ein Bosskampf oder so. Ich war ja noch nie so weit. Aber das sieht ganz gut aus. Wenn ich jetzt nicht dumm runterfalle. Ja, okay, jetzt wird es halt, ne, müssen wir uns richtig durchbeißen. Das wird Material kosten. Aber es ist nicht so schlimm, es kommt ja nicht mehr so viel. Fairerweise habe ich aber halt auch fast nur Blöcke aus der Legendary-Kiste. Ich meine, ich glaube, deswegen klappt das auch so gut. Wenn du das Boot jetzt mit Holz bauen würdest, das würde nicht gut aussehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, das liegt auch sehr an der Legendary-Truhe. Weil guck mal, wie viele Hits die Steine aushalten. Und das sind die schlechtesten, bevor die weggehen. Wichtig, wir haben es geschafft. Jawohl. Geil, geil, geil. Jetzt, was kommt jetzt? Letztes Level. Schatz! Da sind wir beim Schatz. Wir haben es durchgespielt. Bin so stolz auf uns. Das war auch einfach. Man muss es sich manchmal auch einfach machen im Leben, Leute. Einfach auf dumm. Nee, 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 nee. Ich sterbe jetzt. Nein, nein, nein. Karamba, die Mamba, der Jamba, der Wamba. Nein! So kurz vorm Ziel, weil ich keinen Sitz mehr hatte. Das zählt. Alter, haben wir viel Gold bekommen. Und auch komplett kranke Dinger. Da, warte mal. Trete der Gruppe bei extra Gold, ja. Boah, wir haben richtig geile Truhen bekommen, ne? Ah, guck mal, wir haben auch den Erfolg bekommen. Siehst du, das haben wir es offiziell geschafft. Alter, Junge, was ist da denn los? Ein Boot-Battle. Na, weiß ich nicht, Junge, der hat mehr Düsenantrieb als Fenster. Boah, Alter, ein bisschen out of control kann das sein. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, wie man dieses Glitch-Boot macht, was der da fabriziert hat, ne? Und ich habe es jetzt herausgefunden. Problem ist nur, mir fehlt... Nee, perfekt. Oh, ist auch perfekt hin. So, wie drehe ich denn jetzt das Ding? Wartet mal, das muss man doch hier irgendwie... drehen. Kann ich das nicht drehen? Ich habe es herausgefunden, wie man Sachen dreht, Leute. So, jetzt platziere ich das hier. Jetzt braucht man diese Schaufel, die man sich für Gold holen kann und muss das da eins reinziehen, damit das so ein Dreieck ist. Jetzt löscht man diesen Block. Jetzt muss man so ein Scharnier da drauf platzieren. Das ist so ein... Das ist, sieht aus wie ein Knopf. Wartet mal, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Hier, haben wir ihn. So. Das ist aber falsch. Der muss so. Ist das der richtige? Wir werden es gleich wissen, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Jetzt gehen wir da drauf. Jetzt müssen wir diese Schaumblöcke platzieren, die wir da vorne extra aufgehoben haben. Es ist ja aber alles auch immer schwer zu finden. Ich habe zu viele Blöcke. Hier, diese Dinger. Zack, zack. Und das war's eigentlich. Und wenn ich jetzt auf Loslegen drücke, müsste ich eigentlich fliegen können. Und damit unendlich Geld erzeugen können. Mal gucken, mal gucken. Loslegen. Ja. Das klappt! Wir können fliegen, Alter. Boah, ich hoffe, ich werde dafür nicht gebannt, Alter. Von dem. Wobei, ist mir auch egal, wir haben es durchgespielt. Wer war halt gebannt, ist doch nicht schlimm. Alter Schwede, ich bin hier komplett am Flyhacken. Guckt euch das an, ich kann fliegen. Jetzt kann ich aber über alles drüber fliegen. Da guckst du leer, ne, mit deinem rostigen Müllboot. Also nichts gegen dich, mein Guter, ne, alles gut. Aber ich bin hier anders am Flyhacken. Und jetzt kann ich... Ich werde es jetzt nicht final abusen, so ist ein bisschen unfair. Aber jetzt kann ich hier wirklich... Das macht er die ganze Zeit. Der hat im Grunde das Gleiche, nur ist er halt schneller irgendwie. Ich weiß nicht, wie er es schneller bekommen hat, vielleicht mit Düsenantrieb oder so. Und wir sind halt immer höher und immer höher, ne? Wir steigen immer höher, glaube ich. Oder bin ich jetzt auf Max? Also ich könnte jetzt damit einfach geradeaus ins Ziel durchlaufen. Es würde halt natürlich nur eine halbe Stunde dauern, ne? Müssen wir vielleicht ein bisschen... Müssen wir noch ein bisschen optimieren, ein bisschen Schnelligkeit mehr rein. Als ob das so easy klappt, hey, Hilfe. Okay, ich würde sagen, wir parken mal unser drittes Prank-Fahrzeug oder Troll-Fahrzeug oder Müllfahrzeug, wie man das auch nennen möchte. Parken wir mal kurz hier an der Seite. Zack. Da haben wir doch drei sehr coole Fahrzeuge abgeliefert. Ne? Oh Gott, ich schwebe. Er hört auf. Ich dachte, ich fliege jetzt einfach unendlich in die Luft. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr Bootideen noch habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielleicht mal ein Community-Boot mit 30 Leuten, was wir da bauen. Das wird auch... Nee, ich glaube, 30 Leute passen gar nicht auf den Server. 10. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert mich kostenlos, wird mich supporten, kostet nichts, ist ein Klick, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann bis morgen, euer Wenzel. Ciao.